Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo und der sehr geschätzte Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind die Kita-Rechtler und ja, es geht wieder los. Es gäbe eine Sonnencreme-Verschwörung, die Sonnencreme-Lüge. Das sei ja alles ganz fürchterlich. Seit Jahren würde uns die Pharmaindustrie hier aufs Kreuz legen. Das macht unfruchtbar das Zeug und die Mikropartikel da drin würden überhaupt und sowieso. Und man weiß es ja gar nicht. Und deshalb gibt es leider viele Eltern oder vermehrt Eltern, und jetzt auch in letzter Zeit war das wieder bei uns in den Kommentaren vermehrt zu lesen, die für ihre Kinder den Einsatz von Sonnencreme aus diesem Grund ablehnen. Nicht etwa, weil es Allergien diesbezüglich gibt, sondern weil man eben hier sehr skeptisch ist. Und na, schauen wir mal so ein bisschen uns um und gucken mal, wer was zu diesem Problem gerade in Krippe und Kita so veröffentlicht hat. Klar, wir haben dazu mal ein Videochen gemacht, wir haben dazu auch ein paar Zeitungen, ein paar O-Töne geliefert, aber ansonsten findet sich seltsamerweise nur das Bundesamt für Strahlenschutz, die auch für die UV-Strahlung ja sich irgendwie mit verantwortlich fühlen, wahrscheinlich eher nicht, aber es in ihrem Verantwortungsbereich sehen, dass darüber berichtet wird. Und die sagen, wenn Eltern Sonnencreme für ihre Kinder ablehnen, die als vollkommen unbedenklich gilt, im Übrigen aus Sicht des Bundesamtes für Strahlenschutz, dann müsse man, ja? Es sei denn, man isst sie. Also man muss die Kinder, das sagen sie. Also gegessen werden sollte Sonnencreme natürlich nicht, aber ansonsten, wenn man sie normal aufträgt, werden da die Partikel auch nicht irgendwie über die Haut aufgenommen und so weiter und so fort. Das nur als kurzer Einschub. Ja, super, genau, das hatte ich gerade leicht verdrängt, weil auf die Idee, dass man das Zeug essen könnte, glaube ich, kommen doch die wenigsten. So, aber zurück zum Thema. Dieses Bundesamt sagt jedenfalls, für den Fall, dass Eltern in Krippe und Kita das rundweg ablehnen, möge man dann eben das machen, was die kommunalen Unfallkassen so vorgeben. Damit stehlen die sich so ein bisschen natürlich in die Büsche hinein. Aber, Frau Kollege, was sagen denn unsere hochgeschätzten Unfallkassen, unsere Unfallversicherung zu dem Ganzen? Die sagen natürlich auch erstmal, okay, UV-Strahlung ist extrem kritisch, weil gerade die Kinderhaut ist eben noch nicht fit genug, um sich dagegen vernünftig schützen zu können. Und jeder Sonnenbrand im Kindesalter erhöht eben das Hautkrebsrisiko später. Also das sagen die Unfallkassen genauso wie das Bundesamt für Strahlenschutz. Und sagen dann, ja, bitte benutzt Sonnencreme, das ist wichtig. Bitte benutzt auch entsprechende Kleidung gegebenenfalls. Und Kinder sollen bitte eingecremt werden. Aber das ist eben dieses Sollen und das ist keine gesetzliche Pflicht, sondern es ist ein Appellieren an die Vernunft. Da kommt man halt im Zweifel nicht unbedingt weiter. Und dann steht eben darüber der grundgesetzlich geschützte Elternwille. Und wenn die Eltern sagen, nee, wollen wir nicht, dann muss die Kita eben an der Stelle überlegen, okay, was machen wir dann? Wir sind dem Kindeswohl verpflichtet, dem Schutz des Kindes. Und wir wissen, die Unfallkasse sagt, macht es bitte nicht, weil es ist höchst gefährlich. Dann muss man daraus eben entsprechende Konsequenzen ziehen. Und das könnte eben zum Beispiel sein, okay, an den Tagen, wo der UV-Index extrem hoch ist, ab einem UV-Index von 3 soll man ja tatsächlich die Haut gesondert schützen. Heißt also, an den Tagen muss man überlegen, ob das Kind entweder drin bleibt, schade, oder ob vielleicht andere Schutzmaßnahmen mit aus dem Fundus der Kita ergriffen werden können, oder eben ob vielleicht sogar die Betreuung an diesen Tagen abgelehnt werden muss. Eindeutig, ich fasse das mal zusammen. Die Unfallkasse sagt, Sonnenschutz muss sein und ist Aufgabe der Erziehenden in Krippe, Kita, Hort und so weiter. Wie der Sonnenschutz umgesetzt wird, gibt es viele Soll-Vorgaben. Unter anderem soll nachgecremt werden. Und da, wo das nicht möglich ist, wird man im Einzelfall prüfen müssen. Das Kind bleibt drin, sofern das darstellbar ist. Oder bei Ausflügen, sorry, heute wirst du dann eben zu Hause bleiben müssen, weil wir hier aus unserer Sicht den Kinderschutz/Sonnenschutz nicht hinreichend gewährleisten können. Und das Wahnsinn wäre, wenn wir das Kind jetzt die nächsten 3-4 Stunden ebenso der Sonnenstrahlung aussetzen würden. Ist alles ein hartes Thema, tritt vermehrt auf. Bin gespannt, wer jetzt nach und nach sich auch des Themas irgendwie so bemächtigt. Das ist unsere rechtliche Einschätzung an dieser Stelle jedenfalls. Und ich wollte jetzt sagen, ich wünsche uns schönes Wochenendwetter weiter, aber
ist vielleicht nicht ganz so passend jetzt in diesem. Ach doch, ist es. Also, genießt weiter das Wochenende, habt einen guten Wochenstart. Bis dahin.